startet das Qualifying für den Grand Prix von Italien hier auf dem Autodromo di Monza. Die Teams werden jeden Augenblick auf die Strecke fahren. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. So, Ladies and Gentlemen, willkommen zum Qualifying in Italien, etwas später als geplant. Ich war letzte Woche ein wenig motivationslos. Generell was. Egal. Wir sind jetzt in Italien und ich habe ein bisschen rumgesponnen. Aber dazu will ich noch nicht so viel sagen. Ich habe mir, überlegt. Mir ist so der Gedanke gekommen, was wäre, wenn man so ein bisschen das amerikanische Punktesystem, ist es das amerikanische, was das zumindest, das, oder ein ähnliches, was in der NASCAR auch verwendet wird, mal in die Formel 1 überträgt. Habe ich heute mal so ein bisschen rumgesponnen, geguckt, gerechnet, wie könnte man was machen. Und bevor ich jetzt lange rumquatsche, erstmal muss ich gucken, ob ich das überhaupt zurückrechnen kann, weil mich würde mal interessieren, wie der WM-Stand aussehen würde, wenn wir von ab Australien das gemacht hätten. Wenn ich das zurückrechnen kann, wenn ich da alle Ergebnisse noch irgendwie finde, oder ne, dann gucke ich mal, dass ich am Ende des Qualifyings eine Tabelle dranhänge, die ich dann natürlich noch machen muss. Und dann würde mich mal interessieren, wie das wäre, weil ich glaube, mit dem Punktesystem, was ich im Kopf habe, würde deutlich mehr Action reinkommen. Auch im hinteren Feld des Feldes? Im hinteren Teil des Feldes. Also, da wären auch da die Kämpfe deutlich spannender und generell wäre ein bisschen mehr Action drin. Und am Ende, beziehungsweise es gäbe nicht mehr dieses Phänomen, dass der Weltmeister schon einige Rennen vor dem letzten Rennen feststehen könnte. Das würde nämlich nicht mehr funktionieren. Ist mir nur heute so die Idee gekommen. Ich gucke nachher mal, ob ich das irgendwie zurückrechnen kann. Wenn das funktioniert, dann würde ich das mal so parallel immer so ein bisschen mit anhängen und so gucken einfach, wie sich das so entwickeln würde. Wenn ich das nicht zurückrechnen kann, dann machen wir das ab Australien Season 3. Aber das interessiert mich brennend. Weil ich glaube, das ist gar nicht mal so kacke. Aber jetzt Qualifying in Dingens. Weil nach meiner Berechnung gäbe es dann auch im Qualifying Punkte. Also ich würde das, also wenn es funktioniert, wenn ich es hinkriege, dann erkläre ich auch das Punktesystem. Sonst bringt das jetzt alles nichts. Aber es gäbe im Qualifying Punkte und nicht zu knapp. So. Was wollte ich jetzt? Ach ja, ich muss wichtige Sachen machen. Darf ich nicht vergessen. Ich muss meinen Bremsdruck noch erhöhen, weil ich bin im Nassen gefahren im Training. Es gab ein nasses Training, das habe ich mal genutzt. Das bringt zwar nichts, weil das andere trocken ist, aber das habe ich genutzt, um mir ein paar Punkte zu holen. Also diese Forschungspunkte. Boah, was mache ich denn? Ich bin ja komplett raus. Meine Fresse. So, jetzt aber Autoeinstellung. Ha, da muss ich hin. What the fuck? Achso, falsche Taste. So, Bremsen. 75. Nee, 85 sehe ich mich. Ne, warte mal, das ist... Ah, ne, hinten ist schon... Ne, das ist schon okay so. Und ich glaube, ich Idiot hab wieder... Nee, da ist er. Ach, scheiße. Ne, komm, mit dem brauche ich es gar nicht erst probieren, ins Q3 zu kommen. Das ist für die Top-Teams vorbehalten. Das schaffe ich nicht. Dann gucke ich, dass ich den jetzt verwurste. Dann ist er weg. Ich habe schon wieder vergessen, auf Weichung zu stellen. Das ist schlimm. So, gehe zur Strecke. Wir wollen ganz normal rausfahren. Ach ja, Parkvermehr hatte ich ja aus. Guck, aber extra dann gedacht, das Ding noch vorher umzustellen. Manchmal kann ich auch was. Die Kamera ist komplett falsch. Ups, was ist denn da los?
Oh, und ich wundere mich schon, warum der Greenscreen so präsent da vorhin zu sehen war. Weil ich viel zu weit oben war. Ach, gut, dass ich ihn noch gesehen habe. Ach so, hier ist das Schild. Jetzt kann man Gas geben hier. Auf einer meiner 6 absoluten Lieblingsstrecken. Habe ich jetzt schon erwähnt? Ich glaube, ja. Schnell, wenig Kurven, viel Vollgas. Da draußen bohrt jemand. Dankeschön. Hallo, Equire Qualifying. Können Sie bitte ruhig sein da draußen? Brauche ich nicht bohren. Kannst deine Nase bohren. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das Punkt ist doch, ich war klar. Weil in F1 2019 gibt es ja keine Multiplayer-Meisterschaft mehr. Da gibt es ja nur dieses Ligensystem, was ich total bescheuert finde, weil das sind Mehrspielerautos, die sehen scheiße aus. Da sind keine offiziellen Designs, keine offiziellen Namen. Und die sind vom Handling auch anders. Gefällt mir und den anderen auch nicht. Deswegen müssen wir da wohl oder übel dann normale Rennen fahren und die Punkte dann manuell in der Tabelle festhalten. Genau. Darum habe ich mir gedacht, komm, dann kannst du doch mal eine Tabelle machen. Wie wäre es, wenn man ein anderes Punktesystem nimmt? Fahren Sie vorbei. Aber bitte fahren Sie schnell. Ich muss jetzt hier mal an Gasen. Hui, okay. Das läuft schon mal gut. Oh nö! Boah, die Runde war jetzt nicht so toll. Auf dieser Strecke habe ich echt Probleme mit diesem Halo. An 2 Punkten sehe ich den Bremsung einfach nicht. Weil der wird blockiert. Und zwar in Kurve 3. Also jetzt die hier. Nee, das ist 4, Entschuldigung. Da sehe ich ihn unheimlich schlecht. Durch das wegen dem Halo. Wegen des Halos. Und dann vor der Ascari, den ist ironisch. Ich stehe hier allen im Weg gerade. So, fahren Sie vorbei. Ach, jetzt macht er wieder. Fahr vorbei. Na, und hier sehe ich auch nix. Willst du... What? Ne. Ich bin rechts gefahren die ganze Zeit. Der hätte seit direkt nach der Lesbo hätte der vorbeifahren können. Bin ich rechts gefahren, weil da ist die Ideallinie links in dem Knick. Was sind. Alter, ernsthaft? Soll ich aufs Gras fahren? Soll ich zurück in die Garage drücken oder was? Boah. Ne, da habe ich mir jetzt einfach mal einen Neuschock rausgenommen. Das sehe ich nicht ein. Also da ist dann auch irgendwann mal Feierabend. So dumm, wenn die KI so doof ist.
Das ist ja unglaublich. So, machen wir jetzt. Machen wir fliegende Runde. Komm, ich fahre jetzt nicht mal, noch nicht mal die Outlap. Ich habe keinen blockiert. Sehe ich nicht. Boah. So, keiner hinter mir, den ich blockieren könnte. Sehr schön. Frechheit. Fahre ich nochmal eine Runde? Ja, okay, komm. So, ich bleib, Jungs, ich bleib ganz links außen. Mal da hinter mir, ne? Aber lass mal das nochmal vorbei. Oder er ist ein Williams. Dem steht, der steht mir gleich im Weg. Schade. Da wären noch mal 2-3 Zehntel drin gewesen. Naja, vielleicht reicht es ja auch so.
Eieiei. Zu spät angebracht. Ich sehe den Bremspunkt nicht. Das ist mit dem Halo. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich sehe das 105 Meter Schild nirgends. Nee, 6 km/h zu viel. Wieder ein Punkt in Flensburg. Beziehungsweise in Paris. Mist. Nee, hier ist alles aufgeräumt. Da lag nichts. Das sah nur so aus. Ach so. Wie sieht's denn aus? Was sind wir denn? 14. Ach du Scheiße. Ich glaube, mein Plan funktioniert nicht. 15. läuft. Und noch ganz... Oh Gott. Ich glaube, ich brauche das gar nicht zu probieren. Ja, ein bisschen Zeit. Ach komm, das macht keinen Sinn. War ein Versuch wert. Eine halbe Sekunde, das ist der Unterschied angeblich. Wo wäre ich denn mit einer halben Sekunde? Oh. Ja, Platz 9. So bei die Haas wäre ich dann. Ja, probieren wir das mit den Reifen doch nochmal. Kein Risiko eingehen. Gib es nicht. Oh, 6 Zehntel ist auch ein bisschen untertrieben. Ich bin schon mal über eine Sekunde. Eieiei. Ja, da sehe ich mich doch. So, drück mal Knöpfchen zurück in die Garage. Ich glaube aber nicht, dass es nur in den Reifen lag. Ich habe Kurve 1 deutlich besser erwischt. Das hätte ich auch mit gelben hingekriegt. Wenn ich denn das hingekriegt hätte. Macht Sinn, ne? So, wo sind wir jetzt? Sechster, ne? Sechster. Hüpp, Alter, oh Gott, diese Ratte. Diese Ratte. Unverschämt. Aber der Sprung zu Kimi ist schon groß. Okay, der ist mit Gelb gefahren. Gibt's doch nicht. Ocon will mich schon wieder schlagen, ne? Aber Hauptsache hier vor den Haas, das ist alles gut. Alles gut. Ich glaube, jetzt können wir dann auch mal die Zeit beschleunigen. Jetzt sind wir safe in den Top 10. In den Top 15. Wobei in den Top 10 glaube ich auch. Ja, guck mal. Guck doch mal, das ist doch schön. So, weiter.
fahren wir eine schöne Runde in Q2, kommen in die Top 10 und dann gucken wir mal. Dann fahren wir eine schöne Runde in Q3 und dann war es das auch schon wieder. Komm, direkt raus. Ich will eine Runde fahren. Die muss aber nochmal so 2 Zehntel schneller werden, damit ich Ocon kriege. Die könnte ich in eine Ascari-Schikane holen. Da habe ich gerade ein bisschen früh gebremst. Ich sehe den Bremspunkt nicht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich mich da orientieren soll, obwohl ich da jetzt schon bestimmt 50 Runden gefahren bin mit Halo. Das 100-Meter-Schild sehe ich. Das gibt's ja auch. Das 200 auch. Es gibt kein 150-Meter-Schild. Oder ich bin komplett blind. Ich muss mir das jetzt nochmal genau angucken. Gleiches gilt für die... Ich weiß nicht, wie die Schikane heißt, vorhin lassen muss. Nennen wir sie Schikane. Schikane 2. Wobei, da geht es noch wegen dem Pirelli-Schild, weil das ist ungefähr auf der Höhe. Hier gibt es doch 150 Meter Schild, aber das sieht man halt schlecht. Hier, das ist kein Problem. Weil die höher, niedriger sind. Die hohen Schilder verschwinden im Halo-Bügel. Es gibt 150 Meter, siehst du? Aber 100 ist schon ein bisschen knapp. Kurz vor 100. Irgendwie muss ich mir das vom gefühlstechnisch irgendwie hinkriegen. Kurz vor 100 irgendwo. Nee, ach komm. Der müsste jetzt eigentlich schon eine Gridstrafe kriegen, ganz ehrlich. Na, wobei, hat er gut gemacht. Ja, hier kann man das Schild ganz gut nehmen, tatsächlich. Zu spät. Yay! Verbessert. Wobei vom Gefühl her war es schlecht, aber ist mir egal. So, die Reifen jetzt schonen. Ganz. Jetzt, das gibt's nicht. Guck mal, ob der 2 ist. Da kann es nicht wahr sein. Auf 7. Das heißt, da fehlt noch ein Top-Team-Wagen.
Das würde aber reichen. Oh, das gibt mehrere Punkte. Scheiße. Kommt halt sehr früh die Linie, ne? Alter, Ocon, das kann nicht wahr sein. Ist der schon wieder 14. schneller als ich? Das ist doch eine Ratte. Wo holt er die Zeit? Allein im ersten Sekt habe ich die erste Schikane so beschissen genommen. Im letzten war ich gut. Na, erster Sektor. Erste Schikane. Vielleicht war die doch ein bisschen zu doof gefahren. Ist aber auch schwierig. Aber ich bin Achter. Das ist gut. Aber da fehlt doch noch Ricciardo. Aha. Der war jetzt sehr so enttäuschend. Jetzt hören wir das mal alles hier nicht raus. So, neunter. Das ist ja, ach, Ricciardo ist doch, Ricciardo ist nach vorne gefahren. Alter, wie knapp das hier alles ist. 833, 916, 966, 983, 1003, 1, 100, oh, jetzt habe ich nicht auf die Zeit geachtet. Ah, ich bin noch drin. Grosjean raus. Wo ist Magnussen? Vor mir. Eine Zehntel, nicht mal. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Pass auf, den hole ich mir. Kann nicht wahr sein hier. Ich habe jetzt zwei Sätze, nee, ich habe einen Satz, scheiße. Ich habe ja einen gelben noch gehabt. Oder, wie viele Sätze habe ich jetzt? Ich dürfte eigentlich nur noch... Ich habe doch noch zwei. Ich weiß zwar nicht, wie das jetzt funktionieren soll, aber... Das ist mein Startreifen. Irgendwie habe ich... Naja, gut. Wir nehmen erstmal... Ach, ist eigentlich... Wir nehmen erstmal den, der eh weggeht. Und dann gucken wir mal. Rausfahren. Also die erste Schikane muss ich noch ein bisschen besser erwischen, dann bin ich zufrieden. Da nochmal so 3, 4 Zehntel und dann ist gut. So viel habe ich da niemals verloren. Gefühlt. Da kommt der Teamkollege. Dahinter müsste eigentlich direkt Magnussen kommen. Jetzt fahre ich langsam. Den halte ich auch. Nein, keine Strafen mehr. Doch. Ah, ich fahre mal von der Ideallinie weg. Herr Kevin. Alter, fahr doch noch dichter an mir vorbei. Du willst es wissen, ne? Warte mal ab.
glaube, das war ein bisschen abgekürzt. Hier zu früh gebremst. Mhm. 19,7. Ha! Ja, vor Ocon. Ja! Auch wenn ich die Lesmus verkackt habe, da ist noch mehr drin. Weil hier im Monster fühlt sich der Wagen gut. Der hat geile Topspeed. Kurven sind ein bisschen tricky, aber Topspeed ist einfach mega von dem Ding. Ist ja auch der gute Mercedes-Motor, wa? Das Ultra-High-End-Aggregat hier. Heißt ja nicht umsonst Formel Mercedes. Sagt man nicht, so habe ich gehört. Ja, die beiden habe ich verkackt gerade hier. Ja. Da sind bestimmt nochmal 3 Zehntel drin. Die haben ja nichts drauf. Da kann ich eigentlich nur mal mit der Spritzsacht nein. Fürs Rennen brauche ich eigentlich nicht noch einen Satz. Da fährst du auf Rot los, gehst dann auf Gelb und dann bist du durch, weil der Reifenverschleiß hier ist generell niedrig. Das heißt, ich könnte eigentlich auch den zweiten Satz nochmal anfangen, wobei der Gap, glaube ich, gar nicht mal so hoch sein dürfte. Gucken wir uns das doch mal an. Was sagt uns das, dass wir einen Unterschied von 0,68 Sekunden haben sollen? Das nenne ich, ja, das siehst du, sag ich ja, der Gap ist quasi gar nicht vorhanden. Aber wenn es sich mal anguckt, 40 Runden sollen die Dinger halten, also damit kannst du das Rennen durchfahren. Wir haben eh nur einen Stop. Das heißt, die nutzen wir auch nochmal. Machen jetzt aber Folgendes. Nehmen jetzt ein bisschen mehr Sprit mit. Für vielleicht 2 Runden. Machen wir eine fliegende Runde. Boah, 32.000. Da freuen wir uns doch. Jetzt machen wir mal Charge Lap.
Dann hängen wir noch eine letzte dran. Fünfter aktuell, wenn das so bleibt. Vor Hamilton. Ja, wäre schon toll. Ja, viel zu früh. Bisschen Abkürzung. Fünfter, sehr schön. Bisschen zu früh gebremst mal wieder. Ich habe mich am Schild orientiert. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Vettel, Ricciardo und Kimi Räikkönen. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Also irgendwas ist doch hier ziemlich faul, oder? Auf einer Highspeed-Strecke, wo es um Topspeed angeht, ist Mercedes abgeschlagen? Also ich meine, von den Zeiten her ist das alles sehr knapp, aber trotzdem. Und Red Bull und Ferrari, die mit dem schwachen Motörchen vorne? Also irgendwas ist doch hier voll egal. Ich bin vor dem Teamkollegen, vor Kevin, alles ist gut. Ich freue mich. Ich habe durch meine Verbesserung, eine halb gecheatete Verbesserung, einen Platz gewonnen. Gegen Hamilton. 2/10 waren es, das wären 3/8. Ja, einen Platz habe ich gewonnen. Okay. Das ist in Ordnung. Nee, endlich mal wieder ein gutes, positives Ergebnis, muss ich halt nur noch im Rennen. Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Das ist immer noch kein Rennen gewesen. Und im Das jetzt war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistung im Rennen wiederholen können? Rennen, ich sag dir, Start, Crash, alles raus. Ich habe noch nicht mal die Strategie. Das Auto für. Lass nicht an, wir werden im Rennen. Ja, hier, das ist. Bla, 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 bla. Zwischen Ihnen gibt es diese Saison ein erbittertes Kräftemessen. Was glauben Sie, wer sich am Ende durchsetzen wird? Ich bin mal ein bisschen jetzt hier, ne? Selbst, Dingens. Klasse, das war dann alles. So, nach wie viel Rennen haben wir jetzt? Wie viel sind wir jetzt? 12? Da müssten wir langsam mal so ein bisschen das Ego haben und auch das Selbstvertrauen, dass wir besser sind als der Teamkollege und das auch schaffen. Hat man ja gesehen, wir waren deutlich schneller. Das kann sich im nächsten Rennen wieder ändern. Das wäre Singapur. Aber jetzt gibt's erstmal. Ja, okay, so viel gibt's dann doch nicht. Oh, da wird aber. Uiuiui. Also ich muss im Rennen jetzt Ocon schlagen, sonst sehe ich da ein Problem.
Sonst verliere ich die Rivalität. Das sieht alles gut aus. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. So, dann gibt es morgen das Rennen. Und nach dem Rennen werde ich dann... Ich gucke mal, ob ich, wie gesagt, das Punktesystem... Bla, ich rechne mal ein bisschen hin und her, ob das funktioniert. Und dann hänge ich das dann da mal dran. Macht jetzt keinen Sinn im Qualifying. Macht schon Sinn, weil es gäbe theoretisch jetzt Punkte. Aber das Ganze zu erklären, mache ich erst, wenn ich weiß. Ich kann es zurückrechnen, deswegen... Morgen gibt es Rennen. Ich freue mich drauf. Italien, sehr schöne Strecke. Da hat man auch wenigstens mal Chance zu überholen. Und nicht nur an einem Punkt. Bis dahin. Tschüss.